Hey, 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 hier ist wieder David von Scouten mit einer lustigen Reise, lustige Geschichte von Roland auf einer Kosareninsel und wir haben da mal so ein paar Meuterer kaputt geknallt bzw. weggeschossen, aber den Dops haben wir noch nicht gefunden und ich würde mal gucken, ob es noch ein bisschen mehr gibt zu sehen auf diesem Abteil hier, auf dieser etwas größeren Insel. Dann ist mir aufgefallen, wir haben ja hier, oh, ich müsste mal was trinken. Hier liegt ein Schädel und hier war Mendozas Hinweis Nummer 1 zu finden. Ergo, die Anzahl der Schädel ist wohl dafür verantwortlich auf die Anzahl der Hinweise. Oh, hier ist ja noch was, richtig. Den Feldknöterich hatte ich ja vergessen zu nehmen. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Und hier ist noch ein Knochen. Ach, was soll's, dann trinke ich mal was. Jo, ich habe mal hier ein paar Ledersäckchen geöffnet. Musketenladung ist drin. Was haben wir denn hier noch? Auch wieder Musketenladung. Dann haben wir ja die Proviantkisten da. Oh, es ist... Naja, mach mal so. Kann man besser lesen. Ja, okay, das ist lecker. Dann hier noch ein Lederbeutel. Musketenladung, okay. Noch eine Proviant... Genau. Ja, coole Sache das. Das finde ich gut. Jawohl, frisch gestärkt und wieder mit Mana ein bisschen aufgefüllt. Bin ich wieder hier. Hier gibt es ein Lagerfeuer, aber ja gut, okay, da kann ich nur das Stöckchen ziehen und Bello holt Stöckchen rufen. Nein, nur ein Fleisch aufspießen. Nur Fleische braten. Gut, da hinten sehen wir noch was. Kräftiger Scavy. Und da hinten, ah, jetzt kommen wir in den Strandbereich rein. Mal gucken. Ah ja, ich sehe wieder eine Honigwabe. Mhm. Zäher Alligator. Gut, da hinten ist ein kräftiger. Ach, da hinten, hinterm Baum ist einer. Der hat mich mal schon mal erspäht. So. Blub kaputt. Oh, du auch? Du auch hier? Mann, oh Mann, oh Mann. Gut. Kann das sein, dass ich hier im ganzen Gewirr und Gewahr vergessen habe, hier noch eine Honigwabe zu nehmen? Das gucke ich aber lieber im Off. Das muss irgendwie doch hier so in dem Bereich sein. Da war nämlich irgendwie mir noch im Schnitt aufgefallen, dass da noch eine Honigwabe wäre. So, ein Sumpfkrauten. Nee, das war das Feuer. Sumpfkrauten. Und schauen wir mal weiter. Ach ja, hier. Hier ist ein Pfeil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha, jetzt passen wir mal auf. Jetzt gucken wir mal unter den Hinweisen, ob ich die 7 schon habe. Und wir haben die 7. Gut. Und die 9. Okidoki. Sollte ich mal irgendwie mal auf den Zettel schreiben, denke ich mal. Mach ich mal. Jawohl, so, ich habe da schon mal hier aufgeschrieben. Also das sieht aus, wie als würde es heißen, neben dem Zelt. So, oder es ist irgendwie ein Wort, aber das glaube ich nicht. Ne, kann ja auch sein, aber ich habe nämlich auch Kreuzworträtsel so insoweit gelöst, dass ich einfach nur das Lösungswort haben will und nicht irgendwie komplett ausgefüllt. Deswegen, oh ja, vermute ich, dass es neben dem Zelt heißt. Vielleicht ein Hinweis irgendwie, irgendein Zelt oder solche Geschichten. Okay, weitermachen wir müssen. Hatten wir noch was? Irgendwo in der Nähe, ja, diese wilden Bienen. Da, wo die Bienen sind, sind auch Waben. Gucken. Vielleicht war ja hier noch irgendeine Wabe, aber Sumpfkrauten. Also noch ein bisschen Kräuterkram. Oder Rauchkram. Ah, ja genau, das habe ich doch noch im Schnitt gesehen. Dann wollen wir mal die Honigwabe nehmen. Und ich werde wieder angegriffen. Beziehungsweise, da gibt es so einen Angriffssound im Hintergrund. Okay. Gucken wir mal. Ah, ich sehe eine Kokosnuss. Ich sehe Kokosnuss. Oh, das ist eine schöne Pflanze hier. Schaut mal. Irgendwie so eine... So eine Art Seerose.
So, hier war ich auch noch nicht. Okay. Gehen wir aber erstmal hier hin. Und nicht so weit vom Kreuz weg. Supp. Ist noch eine Kokonuss. Kokosnuss. Sumpfkraut. Es ist alles so wirrwarr hier. Echt der Hammerwirrwarr. Gut, okay. Dann wollen wir mal hier gucken. Hier ist aber kein Schädel. Vielleicht Hinweis Nummer 0 oder so. Da ist nichts zu holen. Siehst du? Nee, Hinweis Nummer 3. Mit da ist nichts zu holen. Ja, da gucken wir mal. Hinweis 1, 10, 11, 12, 2, 3. Da ist es. So, nimm mal B. Da ist es B. Ha, Moment. Aufschreiben. So, aufgeschrieben ist es. Ich habe nichts in eine Lösung geguckt oder sonst irgendwie was. Das ist jetzt für mich alles total neu. Aber wie schon gesagt, mit so einer gewissen Syntaxinterpretation, nicht so Fachwörter rumschmeißen, kann man halt eben schlussfolgerichtig einige Möglichkeiten in Betracht ziehen, wobei die Möglichkeit von kräftigen Scavengern angegriffen zu werden auch hier einigermaßen hoch ist. Super. Jo, nee, ne? Lass mich doch mal hier die Kokosnüsse aufheben. Boah, ich habe auf einen 10 Alligator gezielt und er kam in die Schusslinie. Speichern. So, die 5 und die 8 fehlt mir noch. Gucken. Oh, gleich beide. Hey. Mensch. Doch, die jumpen zurück. Gut. Nichts passiert. Alles gut. So, noch einen. Zwei Krallen. So, also sind noch zwei Kreuze hier zu finden. Bin gespannt, wo die sind. Die sind natürlich an den Stellen, wo ich noch nicht war. Okay, aber erstmal gucken wir uns hier nochmal an. Das ist ein Blutfleck. Dann haben wir hier Muscheln. Okay. Dann nehmen wir dich mal. Oh, die sind auch hier. Na, spring doch zurück. Okay. Ein bisschen hat's wehgetan. Nur ein bisschen. Also seitdem ich die neuen Renderer hier drin habe, Hammer. Extrakt der Heilung, Knochen, großer Lederbeutel, rostiges Schwert. Und sonst nichts. Die haben das Bump-Mapping nämlich auch hier verbessert, habe ich das Gefühl. Weil ich habe ja auch mit einer anderen Version gespielt. Okay. Also mit anderen Versionen, drei verschiedene. Und da war das nicht so ausgeprägt. Wo kommst du denn plötzlich her? Speichern. Okay, kann ich. Oh, ja, er schläft. Er schläft, das ist gut. Dann gehen wir mal ein bisschen hier in Schleichmodus. Schleichen uns mal so ganz langsam rein. Wo ist sein Kopf? Vorne, ne? Je nachdem, wo vorne ist. Aber er ist schon ein bisschen anlediert. So. Okay. Jawohl, der zähe Schattenläufer. Jetzt guck ich noch mal hier, was wir hier noch zu holen haben. Okay. Hier habe ich ja alles untersucht. Da oben ging es zum Krabbenjörn, nicht? So, bevor ich hier weitergehe, werde ich mir erstmal einen Schluck genehmigen. Aber nicht vom Kopf.
in Kopf. Auf, wie geht's weiter? Und hier waren ja noch ein paar Krötis. Zeh-Alligatoren. Okay, dann machen wir das so. Dann werden wir den hier anpieksen. Vielleicht bleibt der andere ja irgendwie dann da hinten hängen. Ah, shit. Ein zu viel. Wenn die nämlich auch in Gruppe verschaltet sein sollten. Siehst du, der ist weg. Ach, da oben ist er. Okay. Der hat sich da oben versucht, da irgendwie einen Stunt zu erlauben. So, was finden wir hier drunter? Finden wir nichts. Was haben wir denn hier noch zu suchen an irgendwelchen Kräutertjes? Ja, da wusste ich's doch. Honigwabe. Gebüsch. So, hier noch was. Ja, da ist doch was noch. Versteckedeit. Feuerkrauten. Okay. Da ist noch was. Hab ich gar nicht gesehen zuerst. Naja. Kokosnussen. Sollte ich dann auch mal alle gleich wieder knacken. Und vielleicht dann mal schön lecker drüben auf einer anderen Insel braten, welches dann halt eben zu einem Fleisch sich umwandelt. Ah! Und zwar der Einfachheit halber. Also nicht gebratenes Kokosnussfleisch und auch kein neues Item, sondern einfach gebratenes Fleisch. Und ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, gebratenes Fleisch und das gleiche Icon dafür. Reines Mana, Amulett der Eichenhaut, reine Lebensenergie. Mendozas Hinweis Nummer 5. Lasst mich raten, es müsste ein es müsste ein L sein. Da, 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 da. So, hier ist die 6, hier ist die 7, hier ist die 9. Oh, Moment. Hier ist es. Nee. Ach so, nicht Nebel. Neben dem Zelt, hatte ich ja gesagt. Also, es ist N. Oh, ich wieder. Ja, dann heißt es ja auch Neben de Zelt. Neben de Zelt, ja. Sprich mal ordentlich. Neben dem Zelt. So, geht es eigentlich hier hoch? Ich denke mal, ja, dass hier oben auch noch was sein könnte. Aber trotzdem erstmal hier gucken. Erstmal noch ein bisschen entlang des Ufers. Na, ich habe im Off noch nicht die Muscheln geöffnet. Aber ich hatte die... Ja, jetzt sind wir wieder hier. Die, Proviantkisten geöffnet und die Lederbeidelsche. So, aber es muss doch noch irgendwo, muss doch noch, habe ich hier was vergessen? Nein. Irgendwo muss doch noch was sein. So, ist das Feld, nee, das ist nichts. Das ist, und da ist das, was wir eben hatten. Hä? Nee, hier komme ich nicht hoch. Dann wird es wieder wohl Zeit für eine Off-Phase und ich hier nochmal gucken muss. Für eine Off-Phase, um hier nochmal alles abzuklappern, bis ich dann halt eben das letzte Kreuz gefunden habe. So, also dieser Felsenstumpf hat ja auch einen Weg nach oben. Und da, ganz da hinten war ja der Krabbenjörn. Also, hier hoch geht es jetzt. Und ich vermute ganz stark, dass da das letzte Kreuz sein wird.
Geht's hier weiter rum? Ja, irgendwie schon, aber auch irgendwie auch nicht. Dieses Gewächs. Schade, dass es hier keine Bananen mehr gibt. Weil hier gab es mal Bananenstauden. Ich glaube sogar hier am Ende. Die sind, haben sie hier weggelassen. Doch, doch, da ist sie. Ah, da sind die Bananas. I call bananas, bananas to the beach. Genau, lecker Bananen. Da klemmt noch eine. Wunderbar. Gut, das sind die Bananas. Die haben wir jetzt auch. So, und dann hier oben ist noch was. Ja, ja, Hallöle. Ein leuchtendes Kreuz. Und wir zählen exaktement 8 Schädel. Genau, also 8. Hinweis wird das sein. Und das müsste Martha sein, also M. M wie mystisch. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Okay, mittlerer Elixier, Gold. Mendozas Hinweis Nummer 8. Ja, siehste. Und Mendozas, ach, mach mal gleich den Lederbeutel auf. Und Mendozas Hinweis ist sich, wo ist sich Mendozas Hinweis Nummer 8? Da. M wie Mike. Logisch. So, das werden jetzt wohl alle sein. I schau da, neben dem Zelt. Wie ich's gesagt habe. Herrlich. Ja. Oder vorausgesehen habe. Was ja eigentlich auch nicht nichts Besonderes ist. Ja, jetzt haben wir also das Kreuzworträtsel gelöst. Nein, Kreuzworträtsel war es nicht. Es war mehr ein Ausgrabungsrätsel. Ja. Was hat denn das Loggiboggi? Nur das Tagebuch der Korsaren. Aber was mich ein bisschen wundert ist, wo ist... Ich habe Dobbs immer noch nicht gefunden. Ich habe hier Dobbs noch nicht finden können. Wo ist der hin? Das frage ich mich echt wirklichst. Okay, dann werde ich nochmal hier akribisch alles absuchen. So im Zickzack-Verfahren. So, da liegt einer plötzlich drin, ne? Und da ist Dobbs. Okay, den hat es hier wieder hingespawnt. So, und das ist genau das, was ich wollte. Der erste Teil vom Tagebuch. Dann werden wir das auch mal lesen. So, Tagebuch. Ihr fallt ja auf. So, da ist es ja schon. So, das ist der erste Teil. Scavenger-Insel. Auf den beiden Nachbarinseln gibt es 12 Orte, die mit einem Kreuz versehen sind. Dort ist alles vergraben. Wer klug ist, wird schnell hinter das Geheimnis kommen. Eins liegt zwischen 3 und 5, 2 hingegen liegt zwischen 4 und 6, 7 eher befindet sich zwischen 1 und 2 und nun aufgepasst, 2 ist leer. Ach so! Hä? Was? 2 ist leer? 1 bedeutet den Tod, 7 Silber und Gold. 3 und 6 bedeuten nichts. In 4 findet man wertvolle Dinge. 5 hingegen hütet einen Schatz. 8 findet man auf einem Berg. Haben wir ja eben gefunden. Nee. Ja, haben wir gefunden eben. Da, was bedeutet das? Keine Ahnung. Ich habe die Vermutung, dass zwischen 1 und dass die Positionen damit gemeint sind und Gold und Tod und die ganzen anderen Hinweise in dem Tagebuch, wohl die Schätze mit gemeint sind, die dort mit vergraben sind zu den Zetteln und den Hinweisen. Da ist was. Ja, ich werde nochmal gucken. Wilde Bienen nicht gut für mich. Ja, die Scavenger-Insel haben wir eigentlich so gut wie durch. Ja, dann würde ich mal sagen, dann fetzen wir wieder rum, auch wenn ich hier, naja, den Kleinkram nicht habe. Trotzdem, wo sind wir denn jetzt? Ah ja, okay, bin ich doch hier einigermaßen richtig. Hey, da liegt wieder Orne. Ja, logisch. Hab ich den vergessen zu looten, den Meuterer? Nee, der ist futsch. Okay, dann geht's mal wieder hier zu unserer Hauptinsel. Und das... Da schwimme ich jetzt mal ganz schnell hin. Ach, gut, dass es hier eine Treppe gibt. Kann ich zu meiner Hütte gehen. Und erstmal
Mütze voll Schlaf nehmen. Oh ja, Sonnenaufgang. Hier wird ja kein Handel betrieben auf der Insel. Jedenfalls, soweit ich weiß. Ja, Dunninger, dann werden wir mal gucken, ob wir den Sam antreffen. Weil der braucht das ja. Sammy Boy. Ja, ich weiß, ich gehe nochmal diesen Weg hier lang. Kann das sein, dass ich hier mal früher versucht habe, hier irgendwie hochzukommen? Nein. Okay, da ist Summer. Summer. Okay, dann speichern wir mal. Da bin ich ja mal gespannt, was er sagt. Ich habe Mendozas Tagebuch. Oder besser gesagt, seine beiden Hälften. Was? Das Buch wurde in zwei Teile gerissen. Na schön. Hauptsache, es fehlt nichts. Her damit. Oh. Verdammt, ich hätte mit denken müssen. Was ist los? Du scheinst nicht zufrieden zu sein. So ist es. Kein vernünftiger Hinweis auf die vergrabenen Schätze. Doch. Trotzdem hoffe ich, dass du mir jetzt verraten wirst, was ich wissen will. Na dann rede schon. Was willst du hören? Ja, natürlich, wo Mendoza ist. Wo ist Mendoza? Das müsstest du wohl gern wissen. Was? Jetzt red nicht lange. Wo steckt er? Na schön. Ich sage es dir. Er ist mit unserer Flotte nach Drakona aufgebrochen. Der Herrscher der Insel will nämlich mit ihm ein Bündnis abschließen. Verdammt, dann hat er auch sicher Raubeins Schatzkarte bei sich. Beim Klappbautermann. Du kennst Raubeins Karte? Woher? Bei einem Schiffsbrüchigen namens Jones habe ich ein Tagebuch und eine Schatzkarte von Raubein gefunden. Was? Du hast Jones gefunden? Wo ist dieser Lunke? Er ist tot. Genauso wie die anderen, die ihn begleitet haben. Schade. Ich hätte zu gerne mit ihm abgerechnet. Ich habe nämlich mit dem Kerl noch eine Rechnung offen. So? Warum denn? Dieser Mistkerl hat mich bei seiner Flucht schwer verletzt. Beinahe wäre ich draufgegangen. Aber du sagtest, dass Jones Raubeins Schatzkarte bei sich hatte? Ja, er hatte sich eine Kopie gemacht und... So ein raffinierter Halunke. So etwas hätte ich dem Kerl gar nicht zugetraut. Leider hat sich herausgestellt, dass die Schatzkarte falsch ist. Genau. Verdammt! Dann hat uns Mendoza reingelegt. Er will sich wohl Raubeins Gold ganz alleine holen. Wie meinst du das? Ganz einfach. Raubein hat früher auf Drakona gelebt. Ich wette, dass Mendoza deshalb nach Drakona gesegelt ist. Ich muss unbedingt hin, bevor er mir zuvorkommt. Das lässt du schön bleiben. Ich werde mir Raubeins Schatz holen. So? Na, das wollen wir mal sehen. Mach dein Testament! Na. Okay. Brief von Captain Mendoza, erster Teil. Aha, ein Brief von Captain Mendoza hat er auch. So, mach dein Testament. Das Ding ist jetzt wohl gelaufen, ne? Aber es gab ja noch einen. So, Mendoza ist also nach Drakona abgehauen. Da wird er die Karte wohl mitgenommen haben. So, das ist der letzte Eintrag. Aber es gab doch noch einen Eintrag. Genau, das Tagebuch der Korsaren haben wir erledigt. So, dann gucken wir mal, was wir hier jetzt noch... Brief an Mendoza von Sam. Ich muss mal eben aufmachen, das... Menü. So, da habe ich eine gefunden. Und Quest Piratengold. Ich werde für längere Zeit nach Drakona aufbrechen, um mit dem Herrscher des Landes ein Bündnis abzuschließen.
Mit einem Kaperbrief der Draconia in der Tasche werden wir fortan keine Gesetzlosen mehr sein, sondern Angehörige der drakonischen Flotte. Wie lange wir auf Dracona bleiben, kann ich nicht sagen. Haltet so lange die Stellung, bis ich mich melde, Mendoza, der Kapitän. Aha, Piratengold. Stopp, da ist es. Ich habe einem toten Korsaner einen Zettel von Mendoza gefunden. In diesem ist zu lesen, dass sich Mendoza auf der Insel Dracona aufhält, um ein Bündnis mit dem Herrscher des Landes zu schließen. Gut, soweit, so gut. Ach, ja, ich musste mal eben kurz Pause machen. Ich habe die Post geöffnet, weil gerade da der Postminister kam. Nein, nicht der Postminister, der Postbote. Und ja, es geht ja Ende des Jahres zu, nicht wahr, liebe Freunde? Und was soll ich sagen? Positive Post oder sowas gibt's nicht. Ne? Also wenn dann immer, ich sage mal aggressive Post dazu. Warum ruppelst du denn so komisch? Naja, kurzum, ja, Nebenkostenerhöhung, ne? Vom Vermieter. Nee, da will ich jetzt nicht hin. Ich will auf die Seite des Strandes hin, weil ich da nämlich noch was machen will. So, genau, machen wir hier einen größeren Sprung. Tja, so sieht das aus. War ja auch alles angekündigt. Bloß, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was die Rohstoffpreise angeht, ne? Also, Moment mal. $85 hatte das Barrel Öl gekostet. Also an der Börse, wenn man sich das Öl anguckt. Und dann sagt man ja immer, ach, ist alles am Gaspreis, ist alles am Ölpreis gekoppelt, ne? So Gas zum Beispiel, das war ja auch mal so. Ja, und also irgendwie stimmt hinten und vorne was nicht. So, wir haben jetzt hier ein Zelt. Wegen des Lösungswortes. Neben dem Zelt. Was haben wir denn neben dem Zelt? Wenn überhaupt das Zelt hier gemeint ist. Oder es wird das Zelt auf Dracona. Dracona, Draconia sein. Weiß ich nicht. So, neben dem Zelt gibt es hier Fässer. Und hier komme ich nicht weiter, weil der Farn hier mich nicht durchlässt. Mal sicherheitshalber gucken. Nee, hier ist nichts. Hier ist nichts neben dem Zelt. Nur die Pfanne, in der ich jetzt mal im Off mal ein bisschen Kokosfleisch braten werde. Ne? Also, wie schon gesagt, das Kokosfleisch wird... Ah, schade, dass man da kein Menü hat. Und ich muss mich wieder neu positionieren. Wird als normales gebratenes Fleisch im... Hallo... Nee, das wird mir zu müßig. Ich glaube, das lasse ich mal. Ich verkaufe das irgendwie. Also ich habe zwei Fleische gebraten und ich habe, glaube ich, alles an Fleisch aufgegessen. Deswegen gucken wir uns das nochmal genauer an unter Nahrung. So, genau, richtig. Ja, da ist es. Weil vorher habe ich alles Fleisch aufgegessen bis auf null und jetzt sind es die frischen gebratenen Kokosfleische. Ja, hahaha, ha, wo könnten wir denn noch hin? Also hier waren wir, da waren wir. Ja, und im Grunde genommen müsste ich dann wieder zurück zu Albatros. Muss ich gucken, ob ich hier noch ein bisschen was schleifen kann, ein bisschen was hacken kann. Das mache ich aber alles im Off. Okay, alles durchgeschliffen. Auch diese schweren Plankenbrecher. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich denn wieder zurück zu Albatros komme. Wie ging das? Oh Gott, muss ich wieder zurück zum Pier? Oder wie oder was? Okay, dann mache ich mal hier eine Umschwimmung. Das Ding, die Hütte ist ja da. So natürlich, hier bei einem Bötchen. Und hier wurde ich auch angelandet. Ja, cool. Dann werden wir mal draufklettern, vorher speichern. Und dann dürften wir eigentlich hier... Ja, klappt. Klappt nicht, ich habe eine Akzessviolation. Naja, muss ich nochmal neu starten. Jetzt hat's geklappt. Für den König. Ja, dann werde ich doch mal erstmal was prüfen. So. Denn ich muss ihm bestimmt sagen, hier, Mendoza ist dann gar nicht mehr auf der Insel. Genau. Mendoza hat die Insel verlassen. Der Vogel ist also ausgeflogen. So ein Pech. Tja, da können wir wohl auch nichts machen. Ich habe aber herausgefunden,
dass er sich sehr wahrscheinlich auf Dracona befinden soll. Dann ist er in Sicherheit. Der König von Dracona ist ein Verbündeter der Orks und unser Feind. Vergeuden wir also nicht mehr länger unsere Zeit. Wenn du nichts mehr zu erledigen hast, sollten wir dem König so bald wie möglich Bericht erstatten. Okay. Dem König Bericht erstatten. Gucken wir nochmal. Der Schiffbrüchige? Nee, das ist der Krabbenjorn. Erfüllte Mission. Ah, hier. So, Lord Baldwin teilt mir mit, dass der König von Dracona unser Feind ist. Mendoza ist also in Sicherheit. Rauber ins echte Schatzkarte ist also erstmal unerreichbar für mich geworden. Ich werde daher die Schatzsuche aufgeben müssen. Okay. Insel der Korsaren. Ja. Was ich erfahren habe, habe ich dem Lord Baldwin erzählt. Ja, ich sehe gerade, wir sind wieder etwas über der Zeit. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Gebt mir ein Follow und... Naja, schaut wie immer mal auf Odyssey vorbei und registriert euch, denn ab 1. Januar 2022 lade ich nichts mehr auf YouTube hoch. Das könnt ihr auch auf meinem Community-Button sehen. Okay, in diesem Sinne, tschüss!